Let's Play Crusader Kings 2, Folge 3 der vierten Session, meine Damen und Herren. Ja, so, wir haben tatsächlich immer noch Live-ZuschauerInnen, nämlich 15, wenn die Zahl da stimmt. Also es werden weniger angezeigt in der Zuschauerliste, aber unten drunter steht 15. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, der Vergangenheitsfranz hat Dinge getan in der letzten Folge. Das hat mich sehr verwirrt. Also das muss ich in der letzten Session geplant haben, dass mein schwuler Sohn, nee, meine Tochter hat meinen schwulen Neffen geheiratet, war's so? Deine Tochter, ja genau. Geh auf deinen Charakter. Das jüngste Kind, ganz hinten, das ist Fackelfranz, daneben. Tombola Rainer, deine Tochter. Nee. Oh, nee, die ist mit dem König Widukind von Sachsen. Ja, der ist tot. Dann hat sie nochmal geheiratet vielleicht. Aber sie ist schwanger. Unangenehm. Von ihm wahrscheinlich. Ja, dann. Dann siehst du wieder an deinem Hof. Wo kommt dieses Kind denn jetzt her? Geh mal zurück auf den Charakter. Es hieß ja auch an. Aber es war doch deine Tochter. Es ist. Es war nicht die Tochter. Wie hieß sie denn? Tot? Lumpy. Ja. Ach, sie Lumpy ist 40. Lumpy ist auch schon 40. Ich glaube, aus irgendwelchen Gründen wollte ich ihn vom Markt nehmen. Ja, das war, aber warum denn? Ja, vielleicht du. Wir haben Whisky getrunken. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich könnte. Könnte ich übernehmen? Ich kann das Großhäuptlingstum von Karelien übernehmen. Das klingt schön. Aber was bringt mir das Großhäuptlingstum? Ich habe die Ländereien halt schon. Meinst du, das bringt mir was? Also. Ah, doch, das gehört noch dazu hier. Karelien. Oder? Wie kann ich nochmal sehen, was da alles. Nee, das ist das alles, was dazu gehört? Nee, Karelien müsste doch noch. Wieso? Nein, alles, was leuchtet, ist in dem Teil des Landes. Weil da eben nämlich. Also. Ach, ja. Das gehört, das kann ich von ihm übernehmen. Oder? Ja, genau. Er hält den Titel, aber er hält kein Land dort. Das ist wie, Der König von England. War das doch mal. Der König von England war zeitweise auch König von Frankreich. Hat aber nie Land da besessen. Das war relativ witzig. Ich bin deinem Ruf zu den Waffen gefolgt? Ach ja, klar. Ich hatte keine andere Wahl. Das stimmt. Ja, du musst aber nicht mitkämpfen. Ist kein Problem. Ich kann Finnland erstellen. Ja, kannst du überlegen, ob du das für sinnvoll erachtest. Ich brauche doch Königreich, um ein Kaiserreich auszurufen. Das stimmt. Oder? Und je mehr, the more the merrier, oder? Ja, das ist auch richtig. Der Chat hat gerade festgestellt, dass es sich liest, ein schlechtes Soap und auch ein bisschen an George Martin erinnert. Ja, also wenn man einfach aus Niederträchtigkeit seinen Enkel mit seiner 40-jährigen Tochter verheiratet, wenn mir der ihr wehtut, ich habe mal weitergemacht. Ja, ich muss kurz überlegen, ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist. Es kostet mich Pietät und Gold und mein Nachfolger erbt das. Das ist doch einfach nur geil, oder nicht? Es kostet halt was. Und die Frage ist, warum willst du das ausgeben? Also 400 Gold kannst du in Städteausbau investieren und so. Das kostet ja nur 200. 240. Ja. Von mir aus, mach das, aber. Nee, ich brauche doch später für das Kaiserreich, brauche ich doch König. Ja, aber halt später. Okay. Vorher brauchst du Land. Aber es würde mir natürlich Gründe geben, das hier noch zu fressen. Und ich kann mir vorstellen, dass du dadurch vielleicht mehr Domänen halten kannst, weil dann hast du mehr. Ja, wir machen das jetzt. König sein ist geil. Okay. Ich will jetzt gleich König sein. Und ich krieg halt fett Prestige. Boom, gebam. Weiterlaufen lassen? Erstmal weiterlaufen lassen. Okay. Das ist immer eine Frage, ob das. Nee, ändert sich nicht. Ah, aber jetzt langsam. Es kann sein, dass. Ja, immer denselben nominieren halt. So. Ich muss sogar gucken, wen ich nominiere. Ich habe Franzson. Dann muss ich hier auch Franzson nominieren. Mein Gott, Walter. Ich übrigens, meine Stimme zählt mehr als die von dem anderen Fraggle, ne? Ja. Oder? Ja, weil du der König bist. Ah, schau. Bei Gleichstand entscheidet die nächste Obrigkeit. Bei Gleichstand entscheide ich. Ja. Eigentlich entscheide immer ich. Macht, was ihr wollt. Leider nicht immer. Was? Moment kurz. Die Nähe von Gerdre entspannt mich und gibt mir ein Gefühl der Zufriedenheit. Gerdre ist ein Höfling, der 53 ist. Schön.
Danke. Folgende Titel gehen bei Nachfolge verloren. Königreich Finnland, Prinz Franz von Franzinge? Ja, wahrscheinlich. Geh mal auf die Abstimmung nochmal. Ist jetzt noch wer dazugekommen, meinst du? Ich vermute. Oh ja, es sind zwei für Franz von Franzinge statt Franz von Franzinge. Franz ist aber der... Ach, der stirbt bald, hoffentlich. Das ist aber ein Problem. Wie kann der da noch mitstimmen? Das ist ein Skandal. Und hat der Erbe? Zeig mal, geh nochmal rüber. Ich will kurz gucken. Der hat keine... Er ist jetzt auch noch depressiv. Ja. Er ist... Eieiei. Aber ich erb sowieso von ihm dann, ne? Beziehungsweise erbt dann auch meinen Sohn? Nein, du, er hat ja nur eine Grafschaft. Die erbst du. Er hat auch keine Kinder. Ja, aber er erbt ja, momentan erbt er Finnland. Ja, das kriegst du dann danach zurück. Er erbt es ja, wenn ich tot bin. Aber kriegt es dann auch mein richtiger Erbe zurück? Von wem gehst du gerade aus, wer wann stirbt? Wenn ich sterbe, ja, erbt er Finnland. Okay. Und er stirbt aber dann hoffentlich bald, weil du hast ihm vorausgesagt, dass er nicht älter als 35 wird. Oh, das läuft ja hier weiter. Ha! Eine Tochter von Prinzessin Tombola Rainer und Franzinge. Von Franzinge und Kohl, der Verführer, wurde geboren und erhält den Namen Handkantenhanna. Yeah! Der Name hat es geschafft. Gute Namen werden vererbt. Das ist doch schön. Es ist nicht ganz sicher, dass das dann an deinen nächsten Sohn weitergeht, weil kann auch sein, dass es einer seiner Geschwister erbt oder so. Ja, wie kann ich denn jetzt forcieren, dass er stirbt? Ich könnte ihn umbringen lassen. Aber nee, das kannst du nicht, weil er erbt. Ich könnte gucken, ob ich ihn töten lassen kann, aber ich vermute, weil er relativ gut ist derzeit, dass das nicht klappt. Wie heißt er nochmal? Das ist tatsächlich Franz von Finnland. Franz von Franzinge ist es. Das ist mein... Ich habe 31%, das klappt niemals. Okay. Das ist ja... Aber okay, du bist auch schon 61, ne? Es sind mittlerweile drei, die ihn gut finden. Die ganzen komischen Großhäuptlinge. Ja, die sind die... Oh ja, das war ein Problem, das ich nicht bedacht habe. Dadurch, dass du das Königreich ausgerufen hast, hast du die Fürsten von dort zu Kurfürsten gemacht. Die dürfen nämlich in einer Wahlmonarchie darüber bestimmen, wer in ihrem Land der König wird. Aber ich hatte doch die Möglichkeit, hier das Ding auszurufen... Hier, ich kann den Großhäuptling von Karelien ja übernehmen. Ja. Dann kriege ich doch noch ein Stimmrecht, oder? Nein, du bleibst bei einer Stimme. Ach, verdammt. Aber wenn, warte mal, Igor, wenn der jetzt aber für den anderen stimmt... Der ist nicht in deinem Land, der stimmt doch gar nicht mit, oder? Er hält aber das Großherzogstum hier. Guck mal, ob der mitstimmt. Das wollte ich nämlich gerade rausfinden. Dann musst du wieder auf den anderen Reiter wechseln. Tatsächlich, ja, genau, Du könntest den Titel an jemanden vergeben, der dich mag, dann mag er dich umso mehr. Also, kannst halt gucken, wer in Karelien Land hält. Das kostet mich 140 Gold, alter Lachs. Ich glaube, ich lasse es erstmal ein bisschen laufen. Irgendwie wird es sich schon ausgehen. Ja, immer. Oder? Ach, bei den Kurfürsten einschleimen, ja, das stimmt. Aber die hassen mich wahrscheinlich. Ja, kannst weitermachen, ich guck gerade mal hier. Welcher Reiter sind denn die Herzogtümer? Die mittlere Krone. Also die kleinste. Genau die, ja. Also dann ist hier Kola einer, der mitstimmt wahrscheinlich. Satakunta und Karelien, oder? Und Sampi mach ich. Sampi. So. So, Tapani von Tupalupaland. Also, ich habe Kiur, Agul und Igor. Und es ist nicht Cola, es ist Karelien und Estland, was nicht mit dir stimmt. Karelien? Stand das da? Ja. Ah ja. Estland ist südlich von Karelien. Okay. Mag mich wahrscheinlich ja kein Stück, ne? Minus 1, neu. Er möchte nicht vassalisiert werden, das ist ein Skandal. Warum möchte er das nicht? Wollte ich hier eben ein paar Leute fragen. Oh, guck mal, ausländische Kultur. Ja, falsche Religion. Sir Dobby lässt sich ein bisschen sehr von George Martin inspirieren.
Ah, die falsche Religion ist das Problem. Falschen Wortwitzen. Ja, das ist jetzt ja echt ein bisschen doof, weil dann würde ich komplett Finnland verlieren. Ja. Also, ich konnte nicht ganz benennen, warum ich das für eine schlechte Idee halte, aber ich hatte doch das richtige Gefühl. Ja, ich habe auch nicht dran gedacht. Was du noch machen kannst, du kannst das Erbrecht ändern. Nee. Ach ja, also. Stimmt, weil du gerade erst das Königreich ausgerufen hast. Du kannst den Titel wieder vernichten. Oh, warte mal, ist denn Frieden? Ach, ich bin wegen dir im Krieg. Dann könnte ich's. Ja, ich ober nur gerade kurz London. Oh nee, dann ist ja alles gut. Oh ne, warte mal, hat vollständige... Hat das Gesetz Wahlmonarchie? Hab ich. Achso, das ist nur für Abteilung. Ja, das finden wir gleich raus. Erbpressung finde ich ein schönes Wort. Hier regiere ja ich. Ich müsste aber auch mal wieder plündern fahren eigentlich, ne? Das ist ein Skandal. Karelien, Estland, Livland. Ach, hier unten ist Livland. Mögen mich alle nur so ein bisschen. Oh, 15 Mark könnte man dem doch mal schicken. 15 für 22, ja. Also du brauchst halt auch eine langfristige Lösung irgendwie, ne? Warum kriege ich denn schon wieder Stress? Hier, ist ein ganz schöner Text, ich lese ihn mal kurz. Ja, bitte. Vor. Arbeitsalltag am Hof. Sorry. Oh. He no like me. No, no. Okay, ja. Arbeitsalltag am Hof. Ein endloser Strom an Bittgesuchen, über die ihr eine Entscheidung fällen müsst. Während der nächste Bauer mit monotoner Stimme von kranken Schweinen erzählt und seinem Nachbarn, der sie angeblich vergiftet haben soll, fühlt ihr eine tiefe Leere in euch. Das ist nicht das Leben, das ihr euch vorgestellt habt. Oh Tür, wann hört endlich auf? Wann hört ihr endlich auf, von euren Schweinen zu schwafeln? Und ich bin gestresst. König Emil der Gerechte ist gestresst. Dabei bin ich doch extra zur Entspannung in den Krieg gezogen. Können wir noch mal kurz über Franz von Finnland sprechen? Ja. Er ist stark. Ja. Gemäßigt, gerecht, geduldig, fleißig. Ne, bis dahin war alles gut. Mhm. Und dann wurde er, glaube ich, verstümmelt, irgendwann keusch. Oder das habe ich ihm vielleicht sogar reingewirkt, weil ja, ich noch das andere Ding hatte. Ja, es gab eine Szene, du hast ihn im Stall überrascht. Ja. Mit einem Mädchen. Und dann hat er sich gedacht, oh mein Gott, wenn mein Vater mich so erwischt, habe ich keinen Bock drauf. Prinzessin Gundula Gause ist erwachsen geworden. Oh. Ich habe hier für einen deiner baldigen Erben eine Tochter. Es ist ein Genie. Oh. Eine Genie-Tochter von König Emil dem Gerechten und Theodrada. Ein Frauenname wird gesucht. Sie wurde geboren im Jahre 831. Lieber Chat, ihr habt es gehört, wir brauchen Frauennamen. Während ich London erobere. Oh, so weit bist du schon? Ja klar. Ich nenne sie Chelsea. Oh, es fehlt aber ein Attribut. Ach ja, ein englisches Attribut. Ich nenne sie auf jeden Fall erstmal so. Ne, ich nenne sie jetzt Minze statt Chelsea. Und ich nenne sie Frisch. Frische Minze. Okay. Und jetzt kommen die Vorschläge. Pizzantina, Salami-Pizza, Stefanie, Pizzantina oder Pizza Stefanie. Okay, Pizzantina heißt das nächste Kind. Ich bin, ich habe noch eine Konkubine, die gerade, die hat auch was in der Pipe. In der Pipe. So, ich fahre glaube ich mal eine Runde plündern, das geht ja so nicht. Hast du zufällig Söhne, die Frauen brauchen? Da bin ich nicht mehr up to date. Nee, ich glaube, die sind alle verheiratet. Nee, ich habe einen ganz frischen. Nee, das ist mir zu... Hast du einen ganz frischen Sohn, sagst du? Ja, 9. Nee, das ist ja nicht frisch. Frisch ist bei mir 0. Achso. Der ist fresh and clean, ey. Ja, war ich jetzt... Achso, ich könnte nochmal gucken, ob ich hier mal ein bisschen reinkloppe und den Jungs mal erkläre. Ah, heilige Kriege sind jetzt... Das konnten wir früher nicht, ne? Nee, aber du musst halt enorm aufpassen, weil wenn du einen heiligen Krieg gegen eine große Religion erklärst, können die auch alle mit reinkommen. Ich habe auch einen de jure Anspruch. Ja, über sowas ist es viel besser. Ach cool, dann mache ich jetzt, ja, du bist eh gerade im Krieg, ne? Ich habe aber auch, also wegen mir kannst du auch weiterlaufen lassen, das ist ein sehr entspannter Krieg. Bin ich. Ich heb jetzt sogar Truppen aus. Jo. Und da jetzt ganz weiter gehen.
Ach, ich wollte ein Blut machen. Sorry, warte mal. Wir haben Mai, da kannst du kein Blut machen. So close. Es geht, glaube ich, von Oktober bis Februar. März bis November. Hä? Der Monat ist, ach, vor März. Ja, okay, ja, März bis November. Also ja. November bis, also, ja. 31. Oktober, 1. November bis... Oh, ich könnte endlich einen Runenstein in Auftrag geben. Ja, aber doch jetzt nicht mehr. Das ist, das gibt dir einen Boost am Anfang deiner Karriere. Wir haben nicht so genau Ahnung, Vlagun, was Tributpflicht bedeutet. Das habe ich doch mal gemacht, das gibt einem ein bisschen ja, Geld, oder? Genau, also aus der Provinz wird dir dann Geld abgeführt, aber wir haben den Modus noch nicht so ganz erkundet, weil Land haben ist immer besser als nur Geld bekommen. Hast du schon mal irgendwo einen wirklichen Bedrohungswert gesehen? Bei mir steht immer nur, dass es keine gibt. Vielleicht haben sie das... Also vielleicht haben sie die Basis dazu mit dem Patch eingeführt, aber die richtige Umsetzung ist mit dem DLC. Das könnte sein. Toll, jetzt habe ich die Säcke bestochen und sie sind immer noch für den Fall. Was war denn hier? Spielercharaktere in der Einheit. Das Zeichen, gab es das früher? Ich sehe es no, das erste Mal. Ich kenne es auch noch nicht so richtig. Alter. Gehen. Der Polheiner, du gehst. Ach ja. Sir Dobby, guten Appetit. Seine Pizza ist da. Prinz Emil hat eine Baronie geerbt. Das ist okay. Oh. Ein guter Erbe, den ich habe. Oh, guck mal, wie doof. Wie doof mein Name aussieht. Er ist weggeschoben worden, auf da hinten. Ein Skandal. Du musst das Land dazwischen holen. Dann. Ja, ich das hier, ich bin schon unterwegs. Oh, die Froschgesichter laufen aber weg. Ja, dann erober ich den Laden einfach. Mal. Ist mir egal. Königin Svatoslava ist meine Ehefrau. Was ist überhaupt dein aktueller personal way of life? Oh, das habe ich vergessen. Das hatten wir damals noch ausgesucht, ich weiß noch. Jagd. Du bist auf der Jagd und könntest das ändern. Vorteil ist halt, du hast gerade mehr Gesundheit. Das ja, heißt, die wollte ich ja haben. Mhm. Oder? Wollte ich doch, glaube ich. Nee, geht mal alle hier hin, bitte. Also, du lebst länger, ne? Und das ist vielleicht nicht schlecht, dass du so noch länger lebst als dein verstümmelter Sohn. Ja, auf jeden Fall. Verstümmelter Sohn ist auch wieder ein bisschen Game of Thrones, so Jamie Lannister-mäßig. Ja, der Chat hat gerade rausgefunden, dass ich schon etwas von einem Despoten habe. Mein Name auf der Karte ist verschoben worden. Das bedeutet Krieg. Ich werde euch alle. Ich aber nie. Ich alle. Weißt du, es ist so schlimm, ne? Ich bin ja mittlerweile 31 Jahre alt und ich muss trotzdem noch bei Finnischer Meerbusen kichern. Aber jetzt habe ich hier auf jeden Fall massiv Kriegsgründe. Das ist ja schon mal schön. Wir hatten wieder irgendwo einen Bug, glaube ich. Weil ich habe ein Kind, das heißt Clever Hilde. Ist es gar nicht clever. Wir würden doch niemals ein Kind, das nicht clever ist, Clever Hilde nennen. Was sagen Sie dazu? Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass mir Staatsgewalt jetzt auf Twitch folgt. Versteckt er sich hier im Chat und sagt nichts? Moment. Gibt's eine Screenshot-Taste? Steam ist doch F11, oder? F12, ja. Oh, ja. Okay, das müssen wir kurz wirken lassen. Oh Mann. Ich mag deine Kinder. Wie das ein Fest für sie? Herbert Schwakowiak Lust Franz Dottier ist jetzt volljährig, sie wird ein törichter Krieger. Die ist überdurchschnittlich. Die hat noch keinen Mann. Doch hat sie wohl. Achso, ja, stimmt. Mit Prinz Klaus Kleber verliebt.
Oh Gott. Ich erinnere mich an den Abend, der ist auch sehr schön. Oh Mann, Herbert Schrankowiak und Klaus Kleber. Sie heißt Herbert Schrankowiak Lustfranz Dottier. Ich hoffe, sie nimmt einen Doppelnamen und heißt Herbert Schrankowiak Lustfranz Dottier Kleber. Mega gut. Herbert Schrankowiak, du bist eine gute auf jeden Fall. Deswegen hast du, weil die überdurchschnittlich ist. Klick nochmal Klaus Kleber an. Oh, er ist ein Heide. Na, das wollen wir aber nicht. Achso, hier, die Verlobten können heiraten. Oh, sag mal ja, ne? Achso, ich könnte mal gucken, ob mein Rat noch sinnvolle Sachen tut. Er hebt in Franzland Truppen aus, das ist okay. In Jamtland Ansprüche fungieren, wo ist das denn? Kann sein, dass der Chat nicht mehr dabei ist? Die hätten das doch sonst kommentiert. Ja, nee, ich glaube, die sind ein bisschen verzögert, glaube ich. Okay. Oder? Ist unsere YouTube-Folge eigentlich auch mal wieder vorbei? Ah, da. Sagt jemand was? Also, wir sind keine... Heiden ist ja immer die Frage, Heiden ist ja immer eine Frage des Standpunktes. Also, für die anderen sind Heiden, da hast du recht. So, wo hängt der rum? Musst du doch dann gar nicht mehr machen. Da haben wir doch an. Du musst doch gar nicht mehr... Wenn Ragnarok an seinem Sterbebett sitzt und seine Kinder um sich herum versammelt. Dann auch irgendwelche Namen, die haben. Ja, es geht gut. Der Chat sagt dir, dass die Folge zu Ende ist. Okay, Folge Ende! Warte, ich muss kurz überlegen, wo möchte ich mich denn hin auspilzen? Auspilzen, an deiner Stelle würde ich mich dahin, wo es die größten Ländereien gibt. Ich überlege, ob es in Norwegen noch vielleicht ein, zwei Kleckse gibt, wo noch mehr Provinzen reingehen. Da, wo es auch schon so ins Orange geht, nach Westen. Das da ich Nieder- schon. Na, an der Westküste von Norwegen, meine ich. Niederross zum Beispiel, einfach mal reinklicken. Einfach gucken, okay, es sind drei. Drei ist schon mal okay, zwei ist zu wenig, das ist zu wenig, drei ist okay. Weiter drei, es geht so. Worauf wir spekulieren können, wo du auf jeden Fall Land holen kannst. Das Königreich Norge könnte ich dann natürlich irgendwo noch fressen, ne? Ja, genau. Aber wir haben da nur das Problem, dass dir da ein bisschen was gehört, aber... Das ist so wenig, dass du, dass es kein Relevanzspiel für den Königreich draus machen willst. Spielt keine Relevanz? Ja. Spielt keine Relevanz oder es hat keine Rolle. Ja, aber also... Das kann man machen, aber da hast du halt wieder so... Ist halt auch nix, ne? Genau, ist halt so Discount-Länder wieder. An deiner Stelle, wenn es darum geht, Land mit Kohle zu holen, entweder, ja, Osteuropa geht so, glaube ich. Das ist halt nix. Wir können halt gucken, ob man irgendwann, da mache ich auch gerne wieder mit, ob wir dir so ein Stück aus Frankreich rauskloppen. Ja, aber ich habe gerne Verbund. Ach so. Ja gut, dann musst du halt da oben bleiben. Moment, der Chat wurde gerade gefragt, ob unser heiliges Buch nicht die Heide Witzka ist. Oh man! Ja, und liebe YouTube-Menschen, wie das hier alles weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wie immer, vielen Dank fürs Zugucken und gleich, ne? Tschüss!